diese Impulse von Mensch zu Mensch auf die staatliche oberste Ebene. Und die Auseinandersetzung mit der Vertreibung und das Bedürfnis nach Heilung dieser großen europäischen Wunde, das wird doch am Ende freimachen für eine gemeinsame, friedliche, dauerhafte Zukunft. Und diese Auseinandersetzung wird ganz Europa bereichern. Es ist nicht eine Reduzierung, eine Reduktion, sondern es ist eine Bereicherung. Und auch etwas, das sage ich nun als menschenrechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wenn man sich konstruktiv damit auseinandersetzt, dann kann sich am Ende niemand mehr darauf berufen, bei schrecklichen ethnischen Säuberungen, wie man das so banal sagt, die Vertreibung der Sudetendeutschen als ein akzeptiertes Modell kopiert zu haben, wie es seinerzeit im zerbrochenen Jugoslawien geschehen ist. Und das ist das, was natürlich die Sudetendeutschen zutiefst bewegt, mich auch zutiefst bewegt und auch die deutsche und die tschechische Politik bewegen müsste. Nach wie vor gibt es Vertreibungs- und Entrechtungsgesetze, die bis zum heutigen Tage nicht erloschen sind. Sie gehören nicht nach Europa, in die Europäische Union. Denn diese Gesetze widersprechen dem Menschenrecht, sie widersprechen dem Völkerrecht, sie widersprechen den selbstgesetzten Kriterien von Kopenhagen. Die Europäische Kommission hat in ihren Beitrittsverhandlungen seinerzeit bewusst darüber hinweggesehen und die damalige Bundesregierung hat dem leider nicht entgegengewirkt. Und das sage ich mit großer Betrübnis. Ich habe es mitbekommen aus den Gesprächen. Diese Haltung wurde sogar noch unterstützt. Das war nicht nur fahrlässig innerhalb Deutschlands, es war Vorsatz gewesen. Und es ist Usus, dass die Vokabel Menschenrechte bei jeder Reise, vor jeder Reise, in den Debatten, bei uns im Lande eine unglaublich hohe Wertschätzung genießt. Die Vokabel. Aber, meine lieben Freunde, wer Menschenrechte nur als wohlfeile Vokabel in Sonntagsreden verwendet und ihnen im konkreten Einzelfall dann, wenn es möglich ist, nicht zum Durchbruch verhilft, der vergeht sich an den Menschenrechten. Nichts anderes. Unsere Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Und das halte ich für eine enorme Errungenschaft. Und es schadet ihr in der Substanz, wenn menschenrechtsfeindliche Gesetze nach wie vor praktiziertes Recht sind sie und nicht erloschen sind, wie mancher sagte. Und das Versagen in dieser Frage lag zum überwiegenden Teil, das sage ich hier ganz ausdrücklich, nicht bei den Beitrittsländern, sondern hier in Deutschland und in der Europäischen Kommission. Dort war der Dreh- und Angelpunkt. Haben die Menschenrechte nicht mit dem nötigen Nachdruck eingefordert und dadurch den Eindruck vermittelt, dass ja alles in bester Ordnung sei. Ich habe mit dem damaligen Beitrittskommissar Verheugen persönlich darüber gesprochen. Er hat sich das angehört und hat es zur Seite gelegt und hat keine Silbe darüber bei den Verhandlungen verloren. Und ich bin überzeugt davon, dass sich alle Beitrittskandidaten damals bereit gefunden hätten, ihre menschenrechtswidrigen Gesetze zu verändern, wenn überhaupt der Wille seitens der Kommission vorhanden gewesen wäre und der Wille seitens Deutschland. Leider war das damals nicht der Fall. Ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil ich am 3. Juli 2003 im Deutschen Bundestag, als es um die Gesamtaufnahme von 10 Ländern in die Europäische Union bei dieser großen Erweiterung, die eine wunderbare Sache war,
zu der ich auch stand, aber auf diese Defizite aufmerksam gemacht habe. Und das kann ich nicht anders beschreiben. Da tobte der damalige Außenminister Josef Fischer wie ein Prolet im Plenum. Er hatte sich von der Regierungsbank ins Plenum gesetzt und brüllte, das sei unerträglich. Nein, meine lieben Freunde, das war nicht unerträglich, es war notwendig, dass es gesagt wird. Applaus.